So, hallo Leute, willkommen zurück zu I Wanna Be The Guy. Und was ein schöner Anblick, hier sind 4 der 6 Bossmonster schon besiegt. Ich bin ja fast bei Kit und so. Was ist mit der Playtime los? Ich bin mir ziemlich sicher, dass kurz zuvor noch 59 Minuten, also unter knapp einer Stunde war. Und jetzt bin ich auf einmal bei 4 Stunden 9 Minuten, was definitiv näher kommt und 1700 Tode. Ja, kommt auf jeden Fall der Sache viel näher und ich hoffe, dass das hier mit der Musik klappt, weil ich finde, die ist fast ein bisschen laut. Ja, ich muss da runter. Kommt ihr, lieb. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich von oben. Oh Gott, ich bin gesprungen, bevor das Teil runtergegangen ist und das hat man lange nicht mehr. Genau genommen seit letzter Folge. Wow, wow, wow. Ja, das war zu lang. Ich habe echt nicht viel Zeit, wieder loszuspringen. Shit. Komm. Kit. Schlimm ist, selbst wenn ich da drüben endlich mal rüberkomme, habe ich diesen Raum ja noch nicht geschafft. Oh Gott. Ich sollte mir angewöhnen, so zu schießen und nicht die Tore-Taste zu verwenden. Oh Gott. Viel zu sehr darauf konzentriert, zu früh zu springen und. Gehen beide runter. Ich hatte gehofft, dass der eine hochgeht. Na gut, ich muss dann. Ne, ich zeige gerade mit dem Finger auf das Display. Ja, super, Belarion, super. Naja, ich muss dann durch diese mittlere Öffnung. Dann sollte das Teil hochgehen. Das nächste Teil geht vermutlich runter oder auch hoch. Das ist in dem Fall beides dreckig. In jedem Fall muss ich dann diesen ganzen Sprung nach unten machen. Das Teil geht dann hoch und ich komme auf die andere Seite. Hey, das wird ein Spaß. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich da überhaupt noch drauf komme. Das hat mich gerade ein bisschen mit Caught Me by Surprise überraschend getroffen. Mann, ich rutsche da immer dieses auf der Kante. Ja, sehr gut. Das war nicht schießen, das war springen. Das auf der Kante losspringen, was nicht als Springen zählt, sondern als Double Jump. Und was war das zur Hölle? Und tot. Muss doch nicht sein. Oh Gott. Gib mir meinen neuen Sprung. Das war zu hoch. Ich meine, wenn das Teil schon runtergeht, dann könnt ihr doch davon ausgehen, dass ich kurz Bodenkontakt hatte und ich einen neuen Sprung bekomme. Oh shit. Ich mag die Stelle nicht. Ich mag generell recht wenig Spielen in dieser Stelle. Nein, Stellen in diesem Spiel. Ich frage mich gerade, wo die ist, herkommt. Irgendwoher wird sie ja geklaut sein. Aber sie kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Also die Musik. Oh, wieder über die Kante gegangen. Bösartiges Spiel ist bösartig. Das einzige Problem ist, dass diese Musikstellen immer neu anfangen, wenn man neu lädt. Auch wenn das, oh Gott, ähnlich die längsten Jingles sind,
Es wäre ganz angenehm, würden sie durchlaufen. Aber ich glaube, ist so absichtlich gemacht, damit der Spieler noch mehr verzweifelt. Nein, nein, nein. Außer Mike Tyson. Mike Tyson hatte eine coole Musik. Habe ich das schon mal erwähnt? Natürlich habe ich schon erwähnt. Mike Tyson hatte eine gute Musik. Oh, so knapp. Oh. Ich frage mich, wo man von hier oben her kam. Das gibt's auf jeden Fall auch. Oh, oh. Ja, ihr kamt ja. Ah, doch, jetzt weiß ich's wieder. Ups, jetzt verdärm ich. In dem aller ersten Raum. Dieses mit den Metallstachelwänden, die aus den Wänden kommen, damit. Oh shit, falsche Richtung geguckt. Also ganz zu Anfang, erster Raum. So ein bisschen rot gehalten. Bin ich auch schon zweimal drin gewesen. Dort habe ich ja gesagt, dass man später auch irgendwie da runter kann, muss, sowieso. Es stimmt auch, da gibt es nämlich unsichtbare... Ach, das habe ich ja gar nicht gezeigt, weil... Wieso sollte ich mich dort in Gefahr bringen? Ah gut, ja, normalerweise auf den ersten Blick, man kann da runter, da war ja auch ein Speicherpunkt. Zumindest ist der auf Medium da. Uhuhuhu. Yes, 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 yes. Springen, springen, springen. Huiuiui. Geschafft, 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 geschafft. Gut, ja, normalerweise sieht das aus wie eine Trostgrube. Da gibt es so ein paar unsichtbare Blöcke und dann kommt man dorthin. Der Grund, dass man dorthin kommt, ist, dass man hier zwei Wege hat und die muss man in diesem Fall auch beide machen. Scheiße. Der erste Weg... ist hier nach rechts weiter. Das ist, denke ich, mal der offensichtliche. Oh Gott. Hallo? Komm, das will ich jetzt wenigstens mal zeigen. Gott, ich habe gerade irgendwie gar keine Kontrolle. Gut, man geht hier runter. Und macht den Sprung nochmal und springt da unten runter. Ich will einmal zeigen, wo es hingeht, weil die Stelle ist nicht ganz schön, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Ja, genau, da muss man sich durchhangeln. Da unten den Doppelsprung verwenden, um dort hinzukommen. Und ist nicht nett, ist nicht nett. Ich werde, denke ich mal, das hier machen. Es ist eine, Speedman? Naja, auf jeden Fall. Shit. Shit. Speedman, Protoman. Keine Ahnung, also. Natürlich Mega Man. Anspielung. Soweit ist das relativ einfach zu kommen. Dort unten werdet ihr gleich sehen, gehen die Probleme weiter. Oh, das war knapp. Also dort unten beginnen sie erst richtig, würde ich sagen. Weil jedes dritte geht hoch anstatt runter. Und das ist schlimmer, als man meinen würde. So, ich muss erst hier hin. Kann ich so? So. Das ist relativ einfach, wenn man es erstmal weiß. Und auch das hier. Wow, wenn man nicht solche Lags hätte... Ja, den Einzelsprung schafft man natürlich nicht, ist tot. Darum, man muss eigentlich von dem hier direkt auf den nächsten kommen. Sonst ist man am Arsch. Wow. Was gibt's
hier eigentlich was? Nö. Ah, da kann man den Tod aus nächster Nähe. Ach Gott, was ist denn jetzt los? Yes. Den Tod aus nächster Nähe erleben. Es gibt ja in dem Spiel auch Secret Items. Oh Gott, das war schlecht. Die man aufsammeln kann. Bisschen wie Bandagen bei Super Meat Boy, also rein optional. Wobei bei Super Meat Boy sind sie nicht vollkommen optional, aber. Da hätte ich einfach nur durchgehen müssen. Vielleicht werde ich da auch einen Teil noch mir besorgen. In jedem Fall, die Bandagen, nein, sind keine Bandagen, sind gleich Waffen. Bringen keinen Vorteil, sind mehr oder weniger schwer zu erreichen, zumindest manche. Ich glaub, vier oder so gibt's. Bei zweien weiß ich mehr, bei einer weiß ich ganz sicher, wo es ist. Die werde ich vermutlich auch noch holen, weil es nicht zu schwer sein sollte. Und das sage ich über dieses Spiel. Ach ja, springen. Die ist noch nicht ganz am Anfang. Und was die anderen angeht, mal gucken. Allein schon die Vermessenheit, dass ich sozusagen nicht so weit komme. Weil es eigentlich ja immer noch nicht als komplettes Playthrough gedacht gewesen. Weil, irgendwann wird es halt einfach nur noch ekelhaft. Mann, Gott. Sag mal, was ist hier los? Ich hab's doch irgendwie zu Anfang viel besser hinbekommen. Ich soll mich doch nicht verschlechtern. Mit Doppelsprung. Ich weiß nicht, ob ich das mit mehr Konsistenz hinbekomme, aber... Shit, shit, shit. Das war gar nicht so schlecht. Wenn ich an dem einfach nur gerannt wäre, anstatt zu springen, den nächsten Sprung schaffe ich ja fast eigentlich immer, wäre ich durch gewesen. Ich hoffe nur, dass ich dann durch bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht danach noch so ein Raum kommt. Und der wäre ohne Save. Muss nicht sein, oder? Ups. Der war neu. Also zumindest, wenn man vom ersten Mal sieht, wo ich nicht dran gedacht habe, dass die Teile runtergehen. Wow. Was war das für ein Riesensprung? Ich habe den da oben doch gar nicht erwischt. Davon kannst du auf einmal so hoch springen, Kid. Wieso springe ich? Ohne Fehler könnte das Spiel so viel angenehmer sein. Nein, wieso springe ich da? Der letzte geht auch hoch. Ich hatte bei meiner ursprünglichen Berechnung gedacht, dass der auch nach unten geht. Also Berechnung im Sinne von... Das sah halbwegs logisch aus. Nein, minimal länger warten, dass er hochgeht. Wow, wow, wow. Zu lange gewartet, dass er hochgeht. Verdammt. Immerhin bleibt die Musik hier ein bisschen länger. Zu kurz gewartet, dass er hochgeht. Ah, Gott. Da muss man so eine Millisekunde länger warten, damit es da hochgeht.
Das krieg ich hin, das krieg ich hin. Yes. Oh, ja. Da steht Wust dran, dieser Speicherpunkt ist nur für Medium-Spieler wie mich, für solche Weicheier gedacht. Und ich bin höllisch glücklich darüber, dass er da ist. Wow, das war gut. Nachdem der erste Versuch so gut war, heißt das jetzt mehr Fails einbauen, mehr Tode. Wir haben nicht genug Tode, Kid. Deine Tode pro Raum-Statistik ist am sinken. Ups. Also aufbessern. Nein! Ich bin aus dem Raum gefallen und ich komme nicht mehr zurück. Hey, hey. Shit. Hallo, Bowser. Wie man sieht, Bowser ist der fünfte Boss. Wir sind beim fünften Boss. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube, da kann ich da unten rechts in der Ecke sein. Naja, ich habe diesen Raum so schnell geschafft, das heißt... Shit, ich werde es auch noch mal schaffen können. Bowser dagegen... Ja, der wird hart. Natürlich, wie, solange er nicht glitscht. Was sich niemand wünschen würde. Sogar mein... In diesem Sinne, Vorbild Emiro hat für den ewig lange gebraucht und er hat angefangen zu cutten. Shit. Und das soll schon was heißen. Aber ich glaube, er meinte, direkt erster Versuch nach Aufnahmeende war dann der Erfolg trotzdem. So. Safe. Ja, einmal gehe ich nochmal kurz zu Bowser und gucke, wie es so läuft. Gehe ich diesmal in diese Ecke. Weil ich nicht weiß, ob er da direkt töten startet. Nein. Ja, und der Hauptteil des Kampfes kommt dann im nächsten und in den nächsten paar Videos. Ihr kennt das Spiel. So, jetzt muss ich da, glaube ich... raus. Nein, ich muss erst noch ein bisschen länger warten. Die Bombe... Ich weiß nicht, hat sie ihn, glaube ich, gerade getroffen? Entweder ich kann sie hochschießen, oder... ich muss einfach nur warten, dass er davon getroffen wird, weil ich höre eigentlich ein Treffergeräusch. Ich warte nochmal einen Treffer ab, ob er dadurch besiegt wird. Nicht so richtig. Nun ja, das gibt es beim nächsten Mal und macht's gut.